Mein Fugenbrett ist so ein Moosgummi. 55 Grad. Da wird man schön die Fugen füllt. Oh, so ein schönes Ziel. Jens, was würdest du lieber? Leim oder Kokonat? Das erste. Rühren. Machen wir Wasser rein. Ja, ich weiß eigentlich bloß 200 Milliliter, aber ich mache mal ein bisschen mehr rein. So, und da der Jens gerne Leim möchte. Und ich will Kokosnuss. Jetzt kann ich ja nicht sagen, ich will das. Hälfte, Hälfte. Und wenn ihr Bock drauf habt, das auszuprobieren, bestellt euch das Probierpack, da ist alles dabei. Mit einem Code HOME spart ihr 10%. Prost. Ey, das schmeckt richtig geil. Da ist übrigens cooler Geschmack. Jens, bist du probiert? Natürlich. Ja, klar. Das ist übrigens gemischt. Ich find's gut zusammen. Du hast recht. Na? Ja. Das war's dann. So, dann noch. Lass das schmecken. Herzlich willkommen bei Humpel Solution. Was machen wir heute? Wir werden heute das schön gefliegte Bad ausfugen. Wir haben zwei verschiedene Fugenmassen. Wir nehmen Pergamon an den hellen Fliesen, versteht sich? Ja? Und wir nehmen Anthrazit. Das passt schön zu der dunklen Fuge. Wir fangen mit der hellen Fuge an, weil wenn wir, geh ich Beispiel holen. Also wir fugen zuerst weiß. Nach schwarz sieht das Schwammbrett meistens so aus. Und so, warte mal, doch, wie ist das scheiße mit unserem Waschkasten 2.0 her? Das wird heute ein ganz tolles Gefuge! Problem ist, der Trottel, ich habe bei mir in der Garage einen 25 Kilo Ausgleichssack auf die Schulter geschmissen, wollte noch was aus dem Regal nehmen. Immer rutschte der so runter, ich habe nicht mehr halten können. Und dann ist auf meinen Waschkasten geknallt. Sack kaputt, Waschkasten kaputt. Also müssen wir irgendwie improvisieren und es wird richtig kacke. Das weiß ich jetzt schon. Ich muss, glaube ich, noch einen anderen Eimer probieren. Normales Schwammbrett, schwarzes Schwammbrett. Deswegen das für weißer. Wir machen aber trotzdem erst die helle Fugenmasse und dann die dunkle. Was brauchen wir denn alles so für Werkzeuge noch, um zu fugen? Eigentlich einen ordentlichen Waschkasten. Das ist so ein Amateurteil, was ich hier habe. Dann brauchen wir einen sauberen Anrühreimer. Der Hersteller sagt natürlich, ich soll den ganzen Eimer anrühren. Wenn ich den ganzen Eimer anrühre, kann ich 10 Meter mit der Fläche an beige machen. Das heißt, ich nehme dann hier was raus. Ich ziehe erstmal schnell ein Stück Wasser rein. Wichtig ist eine Kelle, wo wir gucken, was reinmachen können. Natürlich gibt es beim Hersteller wieder Angaben, wo du sagst, okay, das sind so und so. Aber auf der Baustelle stellt sich keiner hin und misst das ab, was du hier anrührst. Man soll es auch mit dem Rührwerk machen, um nochmal auf den Punkt zu kommen, damit sich die Farbpigmente ordentlich vermischen. Sagen wir so, wenn man es selber macht, man sollte sich vielleicht so ein bisschen an die Angabe halten. Ich lasse jetzt die Fugenmasse immer noch eine Minute ungefähr ziehen und dann rührst du nochmal durch. Genau, wir haben ein Schwammbrett, eigentlich einen ordentlichen Waschkasten, den wir heute irgendwie nicht haben, und wir haben ein Fugbrett. Ein Fugbrett, das ist so ein Moosgummi. Ich mache den vorher mal ein bisschen nass, weil das sonst zu trocken wird mit einmal. Dann hast du das Problem, wenn du das nass gemacht hast, setzt es eigentlich drauf. Na gut, es geht heute. Wenn es zu nass ist, rutscht das nämlich immer gleich wieder runter. Deswegen mach schon mal vorher mal in der Kelle, gehe hier nochmal drüber. Was wir auch beachten müssen, bei manchen Kellen ist es so, die machen Striemen. Siehst du das hier? Ja. Die Striemen kriegst du weder mit Spucke noch mit sonst irgendwas anderes weg. Gibt es aber einen kleinen Schwamm. Der nennt sich Elofix. Da kriegt man sowas wieder weg. Aber sag mal, den haben wir als Profis, weil wir das öfters mal haben, weil wir müssen auch mal mit der Kelle, müssen wir auch mal Sachen nehmen und müssen auch mal so Sachen ausfugen. Und es gibt manchmal so empfindliche Fliesen, dass wenn ich nur mit der Kelle so lang gehe, gerade bei weißen Fliesen ist manchmal, da habe ich hier so einen richtigen schwarzen Striemen. Also gibt es diesen Elofix. Den gibt es auch tatsächlich wirklich nur von PCI. Den gibt es nur von PCI, ja. Keine Ahnung, was das ist. Aber es ist halt schweineteuer, ne? So ein Ding. Wir tippen nur mit dem Fuß leicht in der Wanne. Wir drehen auch nicht, weil die Wanne ist auch immer sehr empfindlich. Jetzt hier hinten haben wir nur die eine Fuge. Das heißt, da gibt es nicht viel zu erklären. Fugenmasse schon reindrücken. Und dann lassen wir das ein bisschen anziehen. Dann haben wir hier auch nicht so viele Fugen, nur die hier. Man soll immer 45 Grad, damit man schön die Fugen füllt, immer schön abziehen. Man kann beim Auftragen, kann das ruhig mal so ein bisschen flach halten, dass man das schön reindrückt und dann wieder steil abziehen. Und somit hat man das ganz gut raus. Und ich denke auch, der gute Pergamon passt ja ganz gut dazu. Faszinierend, wie schnell das geht und wie schnell man über die Fläche zuhört. Ja. Gerade bei Großformatfliesen hast du eh nicht viel Fugen. Also haben wir festgestellt, dadurch, dass das natürlich nur eine Mini-Fläche ist, hat er da nicht viel zu viel angerührt. Das ist übrig, ne? Jetzt haben wir es mal einen kleinen Handspar. Dann machen wir es mal hinten in die Ecke. Als Laie ist es da, wie lange würdest du sagen, auf Fuge stehen lassen kann man maximal? Da kannst du es eigentlich aufziehen, eine Wandfläche und wieder abwaschen. Wenn du jetzt sag mal, die Wand dort fertig hast. Beim Fußboden zum Beispiel, da habe ich ein Feinsteinzeug, das zieht kein Wasser mehr. Das heißt, es braucht länger zum Durchdrucken. Da kann man die Fuge ruhig mal 5-10 Minuten stehen lassen. Was immer ganz wichtig ist, solche Ecken gleich mit auskratzen. Jetzt kann man die große Schwamm nehmen. Die Rolle ist jetzt die Hand, ja? Ja. Guck dir mal meinen Hund an. Was macht dein Hund? Ah, guck, da ist Hund.
Der schläft. Wir waschen vor. Wir können ruhig die komplette Fläche einmal vorwaschen. Das heißt, wir haben den wirklich nur noch feucht durch dieses Vorwaschen. Sammeln wir hier drauf eine restliche Fugenmasse, die wir jetzt haben stehen lassen. In dieser restlichen Fugenmasse machen wir kleine Löcher zu. Na ja, da hieß es immer, ein Loch 5 Euro. Das heißt, wir waschen jetzt einmal den Fugen hier aus. Das waschen wir einmal fein. Das einmal zum Grauschleier entfernen. Wenn man es ordentlich abwäscht, guck mal, sieht man hier den Grauschleier. So sieht das dann aus. Da habe ich das mit einem dreckigen Schwamm, Kleberreste und sowas weggewischt. Ansonsten sollte man eigentlich, wenn man das Brett nimmt, soll man eigentlich immer schräg zur Fuge abziehen, Waschkasten nehmen, sauber machen, wieder hingehen, abziehen. Wir haben jetzt nur ein Dreh ein bisschen raus, wir wissen, kann ruhig mal so in diesen kreisenden Bewegungen. Das kommt dann halt mit der Zeit, weiß man halt wie. Jetzt kommt die dunkle Seite des Ausfugens. Dazu einmal Wasser wechseln. Zweitens, wir jetzt hier durchs Bohren haben wir noch ein bisschen Dreck auf der Wand. Das heißt, das waschen wir einmal grob vor. Bei Anthrazit ist immer das Problem, okay, mittlerweile haben sie so ein bisschen in den Griff gekriegt, dass du sonst, wenn du ein Schwammbrett genommen hast, wo du vorher hell ausgefugt hast, so das Problem, dass du ab und zu mal in diesen anthraziten, schwarzen Fugenmassen so also wie Schatten drin hast, das kriegst du nicht raus. Das heißt, separates Schwammbrett, vorher die Fläche nochmal schön sauber machen. Wenn ich die Fläche jetzt sauber gemacht habe, gehe ich Wasser wechseln, mache meinen Eimer sauber, das heißt, es wird aber abgetrocknet und dann kann man ausfugen. Guck, wir haben schön gereinigt, diese Wand ist wieder trocken. Sieht sehr schön aus. Böden ist gesaugt. Machen wir mit dem Schwämmchen. Gleich Wasser rein. Wir packen hier das Fugenmasse rein. Wir fugen, also ich fuge zumindest immer die ganzen Ablagen aus und dann ganz zum Schluss den Fußboden. Weil hier haben wir wieder die Wandfliese, die zieht schneller weg. Sieht so aus, als kann man mit schwarzer Fuge richtig viel kaputt machen. Ja, kannst du. Viele kleben auch ab. Ich bin eher so der Risikotyp. Schwarz oder Anthrazit? Nee. Anthrazit. Das ist aber wirklich ein Fugen der Metro-Fliesen. Liebe Leute, es ist bald soweit. Wir werden einen Dönerladen fließen. Nee, komplett umbauen. Neu bauen. Projekt Döner. Genau. Schaut mal, hier sieht man schön, wie schnell das hier durchtrocknet. Dunkel, hier wird es schon heller, siehst du das? Mhm. Jetzt arbeiten wir, dass das hier nach oben weg. Jetzt können wir mal einen Rosen nehmen. Ja, jetzt können wir zum Fußboden ausgucken. Das ist eigentlich schwer an der Wand. Jetzt haben wir hier wirklich großformatige Fliesen. Schätzt mal, wie weit ich mit dem Klecks komme. Schreibt mal bitte in die Kommentare, wie viel der Fläche. Wie viele Fliesen? Also hier sind jetzt 1, 2, 3. 9 Stück. 9 Stück insgesamt, genau. Sagt ihr, ich schaffe damit 6 volle, das heißt bis hierhin. Oder schaffe ich nur 6 halbe. Oder schaffe ich alles. Top, die fette Quilt, wa? Habt ihr es schon reingeschrieben in die Kommentare oder guckt ihr das? Ich nehme mir nichts raus. Ich kratze bloß mal zusammen. Schade. Und wir reicht nicht alle. Wir haben wie viel? 1, 2, 3, 4, 4,5. 4,5. Nehmen wir unseren tollen Waschkasten. Und die komplett hier vorwaschen. So, nochmal die ganze Fugenmasse schön aufnehmen. Mal wieder schön in kreisenden Bewegungen. Genau, wir müssen Wasser in die Wanne füllen, damit der ganze Styroporträger, der da ist, unter Last kommt. Wenn wir dann gleich Silikon ziehen, dass nicht, wenn man beim ersten Mal einsteigt, dann macht der Styropor diesen hier. Und dann macht man das Silikon so. Ja. Ab. Wir nehmen einen Eisstuhl und weichen ihn schon mal ein. Eisstuhl? Eisstuhl. Seid ihr Eisstuhl? Egal. Lange Rede, gar keinen Sinn. Wir haben Silikon vom lieben Hersteller Otto. Anthrazit. Pergamon kommt an die Wand. Und Anthrazit kommt auf den Fußboden. Wir schneiden eine Anthrazit auf. Ja, und wir schneiden eine Pergamon auf. Eine Tülle, wie auch immer. Es gibt viele, die schneiden das so ab. Schräg. Ich finde schräg kacke. Ich schneide das immer gerade ab. Zack. Warum ich es gerade abschneide, zeige ich euch gleich. Funktioniert von der Silikonspritze, denke ich, brauchen wir nicht erklären, oder? Wobei die hier eine Sonderfunktion hat. Bei der ist es so, wenn dieser Büppel hier oben drin ist, kann ich drücken. Und es springt alles wieder zurück, es läuft nichts nach. Mach ich den raus, drück die Spritze mal langsam nach. Ich mag das eher bei diesem Nachspritzen, gerade beim Silikon ziehen. Genau, wir machen das gerade, weil ich setze das gerne gerade auf. Und dann machen wir so ein bisschen ziehen. Jetzt haben wir die Tricksfunktion wieder drin. So, bis hierhin gehen wir mit Fazit. Wir haben den schönen Eisstiel, der gibt unsere
sozusagen unsere Rundung vor. Es gibt auch direkt Fugenlöffel und Fugenstiele aus Plastik, Silikon, Gummi, wie auch immer. Aber am besten hat sich wirklich der Holzstiel bewährt. Weil wenn der einmal nass ist, klebt es dort nicht dran. Wir machen jetzt noch so ein bisschen Fettwasser dran. Dann machen wir unsere Ecken nass. Gucken, dass wir auf die Flächen nicht kommen, wie jetzt hier, wo wir noch Silikon ziehen müssen. Ganz wichtig ist immer, einfach Hand komplett nass machen. Immer schön aus der Ecke raus. Einfach so einen 90-Grad-Bogen lang. Dadurch, dass die Hand nass ist, kann man das so anfassen, ohne dass es irgendwo kleben bleibt. Und dann einfach nochmal mit dem Finger. Mal schön nachglätten. Machen nochmal ein, zwei so eine Unebenheiten hier, kriegt man nochmal ganz gut raus. Und sollte doch mal eine Fuge missliegen, lasst sie 24, 48 Stunden lang trocknen, schneidet sie mal raus, macht sie nochmal ganz gut. Sollte es jetzt mal passieren, dass ihr da irgendwie einen Fehler drin habt, dann nehmt ihr einfach die Silikonspritze, weil sie jetzt nass. Ihr geht hier rein, und das hinten in die Ecke, unterspritzt das, geht einmal in die Richtung und geht dann einmal ein Stückchen in die Richtung, wo ich zu viel nehme. Dann ist wichtig, wieder nass machen und dann von der Mitte nach der, nach da. Gut, ich mache das jetzt alles fertig und wir zeigen euch dann gleich das Ergebnis vom Brat. So, unser Ausfugen- und Silikonvideo ist fertig. Der Benni dreht jetzt noch einen kleinen Porn, den werdet ihr jetzt gleich im Anschluss sehen. Ich wünsche euch somit erstmal einen schönen Abend. Lasst euch euer Abendbrot schmecken, ich gehe jetzt nach Hause, ich habe jetzt Feierabend. Jetzt ist es 16:52.